Hi YouTube, willkommen zu diesem Video und zwar wie man nach einem sehr tragischen Minecraft-Tod die Motivation wieder zurück erlangt. Ja, ich weiß selber noch nicht, also wir sind in der letzten Folge gestorben und zwar mit kompletter Diamantenrüstung alles bei, da war halt ein Enderman und der Endemann quasi, der hat uns komplett kaputt gemacht. So, zur Motivation gucken wir, glaube ich, zuerst mal in unser Lager, was wir denn noch haben. Weil wir müssen natürlich wieder schleunigst zurück in die Höhle. Haben wir hier noch Stöcker? Nein. Wo haben wir denn Stöcker drin? Nehme ich überhaupt auf? Ja. Genau, also wir müssen unbedingt wieder zurück in die Höhle uns natürlich unseren Kappes wieder besorgen. So, das ist natürlich vollkommen klar. Dann nehmen wir noch Holz mit, was wir nicht haben. Das ist aber kein Problem. Wir können uns ja schnell Holz besorgen. Und erstmal auch wieder die Waffen. Guck mal hier, können wir gleich 4 Stück können wir gleich machen. Because why not? So, so, so. Und ein Schwert wäre wahrscheinlich... Warte mal, eine Schaufel. Und ein Schwert. Man kennt es. So. Man könnte vielleicht noch eine zweite Axt machen. I don't know. Ist ja immer ganz hilfreich. So, haben wir noch eine Axt und... Genau, dann gehen wir mal Holz holen. So, alles abgeholzt in unserem künstlich angelegten Wald und natürlich alles wieder neu eingepflanzt. Oh, da hat uns ja fast ein Stamm durch die Lappen gegangen. Genau, und ich glaube, um sich weiter zu motivieren, das ist ja so ein bisschen hier der Aufhänger in unserem Video, gehört es dazu, dass wir uns ordentlich vorbereiten diesmal und nicht so wie letztes Mal, weil wir waren nicht gut vorbereitet und wir haben auch nicht auf unsere Lebensanzeige geguckt, also wir hätten, ich sag mal, disengagen können, warte mal, wir nehmen uns... Stöcker mit. Ein Steck. Haben wir schon. Wir hätten da auch disengagen können, einfach, ja. Und hätten uns wieder heilen können und dann hätten wir den Enderman kaputt machen können. Vielleicht muss ich da auch einfach etwas besonnener rangehen. So, nichtsdestotrotz brauchen wir unbedingt einen Schild. So, und wir brauchen auch Kohle. Ich weiß gar nicht, sind 4? Nee. Nochmal 4, ne? Dann sind sogar zu viel. So, dann mache ich uns noch Fackeln. Selbstverständlich. Und zwar ganz viele. Das Gute ist ja, dass wir quasi eine Base haben, wo wir noch viel haben. Ne? Dann brauchen wir noch einen Ofen, nehmen wir mit. Dann baue ich uns noch eine Workbench, die wir natürlich mitnehmen. Weil so ist es natürlich leichter. Ne? Du kannst wieder schneller in den Sattel steigen, sage ich mal. Das Eisen nehmen wir auch mal mit, falls uns irgendwas ausgeht. Und jetzt gucken wir noch beim Essen... wir könnten die ganzen Kekse mitnehmen, die nehmen aber relativ viel Platz weg. Man könnte Kürbiskuchen machen, aber ich glaube, da haben wir zu wenig. Ach nee, da brauchen wir nur Zucker. Ach so, da haben wir kein Zuckerrohr. Okay, gut, dann würde ich sagen, dass wir vielleicht die Kartoffeln nehmen. Und so, hier noch ein Stack Kartoffeln reinhauen und dass wir uns denn von Ofenkartoffeln ernähren. Genau. Oh, ich habe eine Truhe gemacht und keine Workbench. Was ist denn mit mir los? Hupsi. Mache ich mal hier mit rein. So,
Gut, das sieht gut aus. Vielleicht sollten wir hier auch noch ein paar Stöcker mitnehmen. Ein Stack. Das kann nie schaden, denke ich, wenn wir dann noch einen haben. Und ein Stack Ofenkartoffeln, würde ich sagen, wird auch reichen. Und dann überlege ich, ob ich irgendwas Wichtiges vergessen habe. Ein Kompass. Wir müssen unbedingt einen Kompass noch craften, bevor wir losgehen. Das ging ja fast in die Hose. So, schwupps, und dann machen wir einmal Schwupsi, und dann machen wir einmal Flupsi und seinen Kompass, genau. Das ist natürlich sehr wichtig, dass wir den mitnehmen, weil falls wir irgendwo rauskommen, wo wir nicht mehr wissen, wo wir herkommen, ihr kennt es, oder? So, noch 8 Kartoffeln. Wir können noch mal kurz gucken, was hier so abgeht. Hier geht eine Menge ab, man könnte das Feld jetzt auch mal, aber wie gesagt, die wichtigste Prio, die wir jetzt haben, ist auf jeden Fall, dann kann ich gleich mal ein bisschen hier zeigen. Läuft. Die wichtigste Prio, die wir jetzt, glaube ich, haben, ist Diamanten sammeln. Genau. Oh, hier sind auch noch übelst viele Kartoffeln drin. Upsi, flupsi. Ja, okay. Tierprodukte, schwupsi. Dann können wir nochmal gucken, ob unser grünes Dach langsamer wächst. Ach, guck mal, da steht schon wieder eine Eiche. Oh, die Köhlerei sieht so schön aus, oder? Das weiß ich noch nicht, aber die Köhlerei sieht sehr schön aus. Doch, es wird langsam. Es wird langsam. Es wächst hoch. Dann haben wir ein grünes Dach. Cool, oder? Okay, ich würde sagen, ich gehe jetzt nochmal schlafen. Dann sind doch die Ofenkartoffeln fertig. Und dann sehen wir uns gleich wieder im Höhleneingang. So, Leute. Ich bin bereit, wenn ihr es seid. Hahaha. Dann wollen wir mal gehen. Wir haben natürlich hier schon ein bisschen uns vorbereitet, indem wir hier so einen fetten Höhleneingang bauen. Genau. Das wird natürlich alles noch ein bisschen komfortabler gemacht. Hier haben wir auch so ein Problemchen, was wir nicht Herre wären. Oder wo wir keinen Zugang zu irgendwelchen anderen Höhlen finden oder so. Da muss ich dann nochmal genau gucken. Aber wir haben letztes Mal, sind wir, glaube ich, der Amethystenhöhle gefolgt. Genau. Und genau hier werden wir auch wieder reingehen, weil wir sind ja keine Angsthasen, ne? Wir sind ja keine Angsthasen. Wir machen genau da weiter, wo wir aufgehört haben. Und wir werden unseren Rückstand auch wieder einholen. Auch wenn wir viel hatten, das weiß ich. Das weiß ich, dass wir eine Menge hatten. Aber ich weiß, dass wir eine Chance haben, das wiederzubekommen, wenn wir nur an uns glauben. So, genau. Und wir müssen natürlich viel vorsichtiger sein. Ich hab gerade mitbekommen, ich habe keinen Pfeil und Bogen bei, was ein Problem werden könnte. Aber ich glaube, so ohne Infinity-Bogen macht das alles sowieso noch gar keinen Spaß. Genau, hier die Seite haben wir nicht weitergemacht. Okay, jetzt müssen wir uns erstmal ein bisschen hier durch den Dschungel zurechtfinden. Durch den Höhlendschungel, wo wir denn eigentlich weitergemacht haben. Und ich glaube, mich dran zu erinnern, dass das da hinten war. Genau. So, schwuppi, fluppi, fluppi. Genau. Also ja, viele würden echt den Kopf in den Sand stecken, und ich muss ehrlich sagen, ich musste auch erstmal ein paar Tage Minecraft auslassen nach dem Tod, weil, ist schon ein Hammer, ne? Also mit so viel Zeug dann zu verlieren, ist schon wirklich sehr tragisch. Okay, wer zum Teufel, hier bin ich lang gelaufen? Und Fehler Nummer 2, ich habe gar keinen Eimer bei. Aber das ist gar kein Problem. Wir können uns nämlich ganz schnell einmachen. Genau. Ein Eimer ist immer gut. Wenn wir jetzt Wasser beispielsweise finden, werden wir das direkt uns einverleiben. So. Und dann sind wir hier perfekt ausgerüstet. Hoffe ich mal. Ich hoffe mal, dass wir hier auch schnell eine Wasserquelle finden. Okay. Hier ist gar nichts.
Ich bin irgendwo, hatte ich mich entschlossen, den hochzubuddeln oder so? Irgend so eine dumme Idee hatte ich. Ich glaube, ich bin vielleicht da sogar hochgegangen, maybe. Hopp, 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 hopp. Ja, das sieht irgendwie so aus, als ob ich das getan hätte. Und da ist auch Wasser, das ist sehr gut. Diese Wasserquelle, die zapfen wir uns direkt mal ab, würde ich sagen. Dann müssen wir aber bis zur Quelle hoch, weil das ist alles fließend. Das ist ja auch doof. Weil das sieht nämlich sehr gefährlich aus. Ich gucke mal, was da so gibt. Aua! Mit Shadern erkennt man das auch irgendwie alles schlechter, ne? Also gerade wenn man jetzt im Wasser ist. Okay, es ist da. Okay. Hier haben wir uns auch hochgebuddelt. Das ist da. Das ist nur durch Kies verschüttet wieder. So, hier muss irgendwo die Quelle sein. Oder ist das sogar hier? Oh mein Gott, Leute, wo bin ich? Okay, wollen wir mal schauen. So. Nee. Das haben wir doch nicht gemacht. What is that? Hier waren wir? Okay. Ich bin mal gespannt, wo das hinführt. So, ich glaube, das müsste hier so ein... I don't know, was das ist. Ey, jetzt bin ich aber nicht komplett unter Wasser, nee. Okay, ich will jetzt safe eine Höhlentour machen und mache mir erstmal Wasser zum Feind. Das ist natürlich auch schlau von mir. Aber ich will wissen, was das hier ist. Okay. Wir schwimmen da mal hoch. Alles klar. Ja, ich bin ja nur hier hin wegen dem Eimer. Gut, dann würde ich sagen, treffen wir uns gleich in der Höhle nochmal und dann wird alles besser. Auf dem Weg hierhin hat mich direkt so ein Doofkopf erwischt. Aber okay, der ist ja kein Problem. Vielleicht sollte man hier noch ein bisschen ausleuchten. Was haben wir denn hier zum Beispiel? Ist es hier sinnvoll, hier runter zu gehen? Au. Runter müssen wir ja eh. Also wird das ja sowieso sinnvoll sein. Dann haben wir zwar wieder nicht so einen schicken Weg zurück, aber hey. Hier haben wir ganz viel Kupfer. Ich weiß nicht, ob wir Kupfer nochmal mitnehmen. Obwohl Kupfer werden wir ja immer brauchen. Weil wir wollen ja, wie gesagt, dafür auch unsere Dächer wollen wir ja auch dafür nehmen, glaube ich. Und ich habe mal letztens so eine Idee gehabt, wenn ich so am Bauen bin, stört mich das manchmal, dass ich am Aufnehmen bin, weil ich würde es cooler finden, wenn ich das Bauen unkommentiert einfach aufnehme. Und dann so ein Voice-Over rüberpacke, wo ich dann so ein bisschen über das Bauprojekt natürlich auch rede, aber das war vielleicht da irgendwelche so eine Themen mal angehen, über die wir mal sprechen können, einfach random. Über Gott und die Welt. Das wäre auf jeden Fall angenehmer als beim Bauen, weil ich überlege denn und so und dann weiß ich nicht, was ich sagen soll und dann vertieft man sich auch manchmal, dann sagt man so ewig nichts und ich möchte halt...
Ich möchte halt nicht so ein Let's Player sein, der denn die ganze Zeit nicht sagt. Und ich habe in den letzten Videos, gerade wo so eine Reihe schon länger geht, ist mir schon aufgefallen, dass ich da irgendwie dann schon eher wortkarg war. Aber das kriegst du manchmal gar nicht mit, weil du dann schon so im Spiel bist, weißt du? Wenn du jetzt so irgendwie 2 Stunden am Stück aufnimmst schon, wird das denn nicht unbedingt mehr. Und ich möchte das so ein bisschen unterhaltsamer einfach machen. Deswegen sind da jetzt, also Videos mit Schnitten. Bei manchen war mir das auch dann zu viel geschnitten. Da habe ich mich ein bisschen zu sehr darauf aufgeruht beim Aufnehmen. Ach, das schneide ich noch. Wo kam der her? Und wie über uns? Unter Lol. Ja, und die ziehen halt ganz schön ab, ne? Die ziehen ganz schön viel Leben ab. Weil wir halt auch auf schwer spielen. So. Und ich glaube, wir sollten erst die Gänge ein bisschen ausleuchten. Gut. Redstone nehmen wir schon deswegen mit, weil es Erfahrung gibt. Zum Glück haben wir jetzt noch kein Eisenproblem oder so. Das Einzige, was vielleicht wäre, Kohle. Aber wir haben sowieso gesagt, dass wir uns auf eine Kohleproduktion einschießen. Holzkohle. Okay, wo geht's denn hier lang? Ich weiß schon wieder überhaupt nicht, wo wir sind. Null. Da habe ich irgendwie was versucht. Sieht so aus. Da Gefahren zu beseitigen. Okay. Okay. Geht's auf jeden Fall runter. Oh, hier sehe ich nicht genug. Hier sehe ich nicht genug. Das gefällt mir gar nicht, wenn ich nicht genug sehe. Okay, aber hier sieht's gut aus, oder? Hier könnte man mal lang. Oh, war das knapp. Kurz vor Ende habe ich dann noch geschafft, ins Wasser zu springen. Genau. Ach so, wegen Redstone-Sachen. Da wollte ich auch nochmal, weil da habe ich mich noch nie so richtig krass mit befasst. Und ich will mehr Sachen machen mit Redstone. Aber da muss ich mich erst noch belesen und ausprobieren. Wahrscheinlich auf einer Creative Map. Alter, ist das gruselig, wenn das auf einmal alles dunkel wird. Da hätte ich auf jeden Fall Bock. Also ich habe mir mal selbst meine automatische Hühnerfarm zusammengetüftelt. Also es war irgendwie eine Vorlage und dann ist die aber, habe ich die dann irgendwie selbst noch modifiziert und da hat die mit einem anderen Prinzip dann funktioniert und zwar, dass du Hühner bekommst, weil ein Werfer Hühnereier gegen einen Cobblestone-Block schmeißt, die ja dann zerbrechen und die irgendwie wenn die zerbrechen, die Eier, durch Wurfscharen oder Fallscharen, haben die ja eine gewisse Chance, Küken zu droppen. Und das war so meine Idee dahinter, dass man halt keine Hühner mehr füttern muss, sondern einfach nur immer, naja, leider denn das Schwert in das Gehege halten und dann hast du halt Federn und Fleisch. Was auch ein bisschen grausam ist. Aber da sind wir gar nicht, und vor allem wie wir real mit Hühnern umgehen, ist noch grausamer. Ja. Die werden nämlich geschreddert, wenn sie männlich sind. Oh, 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 da waren auch Diamanten. Oh, sehr gut, das motiviert mich.
Motivation zurückerlangt. Gold nehmen wir auch mit.